T7000 wird im Internet mehr oder weniger schon in 100.000 Videos behandelt, aber eines fehlt mir immer und das ist eigentlich ein Grund, warum ich diese Kamera überhaupt gekauft habe. Das ist Intervallaufnahmen oder mehr oder weniger eine Zeitrafferaufnahme zu erzeugen mit der Kamera. Der Vorteil bei dieser Kamera ist, die hat diese Intervallzeiteinstellung bereits integriert im System. Das heißt, man braucht kein externes Steuergerät und das ist natürlich ein unglaublich tolles Feature. Jetzt schauen wir uns ganz kurz einmal an, wie man in einer Minute diese Intervallzeitschaltung einrichtet und vielleicht wird auch der ein oder andere noch überzeugt, dass die Kamera es auf jeden Fall verdient hat, gekauft zu werden, denn wer macht nicht gerne mal Zeitrafferaufnahmen von irgendwelchen Dingen? Ja, gibt es tausende Sachen. Da fällt euch dann schon irgendwas ein. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das funktioniert. Viel Spaß. Und weil die Nikon D7000 auf YouTube zwar 100.000 Mal erklärt wird, aber niemand es anscheinend für notwendig befindet, das eigentliche Feature dieser Kamera, das herausragend ist, mehr oder weniger vorzustellen, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Zeitraffer bzw. Intervallaufnahmen. Das geht ganz einfach. Man drückt auf Menü, dann kommt hier das Menü, dann geht man auf das Kamerasymbol, dann auf Intervallaufnahme, okay. Dann habe ich hier die Sofort- oder Startzeit. Ich kann einstellen, entweder sofort, dass losgeht, oder eine Startzeit einstellen. Dann gehen wir mal auf Sofort. Dann muss man hier beim Auswahlrad nach rechts drücken. Dann kommt der Intervall, also alle 5 Sekunden habe ich jetzt mal eingestellt. Dann wie viele Bilder will man machen. Ich habe jetzt da mal 5 Bilder eingestellt. Man kann aber natürlich sehr viel einstellen. Und wenn man jetzt nochmal nach rechts drückt, dann kommt da ein. Und wenn ich jetzt auf ein klicke, dann ist der Timer aktiv und dann geht's schon los. Intervallaufnahme Nikon D7000. Also das ist ja klar, also ich mache da nichts. Ja. Man kann natürlich das dann mit den jeweiligen Einstellungen der Kamera verbinden, zum Beispiel mit einer manuellen Einstellung, Belichtungszeit etc., wenn man zum Beispiel nachts fotografiert. Einwandfrei, ein tolles Feature bei der Nikon D7000. Jetzt habt ihr es einmal gesehen, das gibt es wirklich und das ist der Grund, warum ich die Kamera auch gekauft habe.